Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie ich eine 230 Volt Lampe über einen Schalter ansteuere, der keinerlei Kabelverbindung benötigt. Ein sogenannter Funkschalter oder auch Wireless Switch genannt. Das System, das ich angeschafft habe, ist von ThinkBee und in diesem Fall ist es ein Schalter mit drei Wippen. Diese gibt es in verschiedenen Varianten, auch mit zwei Wippen und auch nur mit einer. Im Lieferumfang waren hier enthalten der eine Schalter mit den drei Wippen, eine Anleitung, die mehr oder weniger gut zu lesen ist. Es waren bei mir drei solcher Funkempfänger dabei und sechs dieser Klemmen, die übrigens so durchverbunden sind, wie wir das hier schon ahnen können, nämlich von da nach da und von hier nach da. Erhält nun der Funkempfänger von meinem Taster ein Signal über diese Antenne, so schaltet er die 230 Volt, die ich hier bereitstellen muss, durch zu dieser Lampe, sodass sie leuchtet. Und ich kann natürlich auch von hier aus wieder abschalten. Habe ich mehrere solcher Schalter angeschafft, so kann ich auch von dem einen Schalter die Lampe einschalten und von dem anderen wieder ausschalten. Es lässt sich also durchaus eine Wechselschaltung dadurch realisieren. Und ich kann auch mehr als zwei solcher Schalter verwenden, nämlich noch einen dritten, um diese Lampe anzusteuern. Das linke Feld habe ich nun noch nicht mit diesem Empfänger gekoppelt. Ich werde jetzt zeigen, wie das geht. Also hier, das funktioniert noch nicht. Dazu muss ich 2 Sekunden lang auf den Empfänger drücken. Es geht dann eine Leuchtdiode an. Drücke jetzt auf diese Wippe und die Kopplung ist durchgeführt. Man sollte natürlich daran denken, dass man diese Kopplung, bevor man diesen Empfänger verbaut, durchführt. Wenn man nicht mehr daran kommt, kann man halt nicht mehr da drauf drücken, dann wird es schwierig. Genau das gleiche Spielchen gilt fürs Entkoppeln. Das sollte man nur dann durchführen, wenn man sich sicher ist, dass man nachher wieder da dran kommt. Denn dann hat dieser Empfänger ja keinerlei Verbindung mehr. Ich zeige jetzt auch noch das Entkoppeln dieses Empfängers zu dieser Taste. Ich muss dazu recht lang auf diese Taste drücken. Und zwar so lang, bis diese Leuchtdiode schnell blinkt. Und dann darf ich den Finger immer noch nicht von dem Taster lösen. Sie blinkt jetzt schnell. Ich muss warten. Sie wird gleich langsamer blinken. Und auch dann darf ich den Finger noch nicht lösen. Jetzt blinkt sie langsamer. Und gleich wird sich der Rhythmus nochmal verändern. Nämlich jetzt leuchtet sie noch langsamer. Wenn ich jetzt den Finger löse, habe ich diese Wippe von dem Funkschalter entkoppelt. Ich sollte natürlich auch bedenken, dass sich diese Antenne in Reichweite dieses Schalters befinden muss. Ist sie zu weit weg, funktioniert das Ganze nicht mehr. Ich habe ein solches System bereits seit 2 Jahren in Betrieb und bin damit sehr zufrieden. Der Schalter selbst wird mit einer kleinen Batterie betrieben, die man recht leicht auswechseln kann und die für einige Jahre hält. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.